Hallo und herzlich willkommen zur Abschlussfolge von Approximation mit Fourierreihen. Folge 34. Wir sind mitten im Beweis, dass die Fourier-Abbildung komische Eigenschaften hat, also im Bild von C0Z. Und wir haben gerade gezeigt, die Fourier-Abbildung von L1 auf C0Z ist injektiv, das war einfach, aber nicht surjektiv, das war Kontraposition. Angenommen, sie wäre surjektiv, Satz vom inversen Operator, Ungleichung, Dirichlet-Kerne, Bums. Ganz grob. Als nächstes wollen wir jetzt zeigen, dass das Bild von F unter das Bild von L1 unter F sogar mager ist in C0 von Z. Und dann wollen wir folgern, dass dieses Bild sogar nicht in LP von Z enthalten ist für 1 kleiner gleich P kleiner unendlich. Das geht jetzt im Verhalten ein bisschen schneller, weil wir da weniger nochmal nachrechnen müssen. Wobei wir es für die Dirichlet-Kerne auch nicht wirklich gemusst hätten. Aber besser, man macht es mal, Schaden tut es nicht. Also wir nehmen mal an, das Bild ist nicht mager, das heißt von zweiter Kategorie. Und das führen wir jetzt zu einem Widerspruch. Und zwar mit dem Satz von der offenen Abbildung. Also Satz von der offenen Abbildung. Das war GFA. Und zwar Theorem 14.9. Sagt jetzt, F ist dann eine offene Abbildung. A bildet also offene Mengen in offene Mengen ab. So, wenn jetzt allerdings eine offene Menge auf offene Mengen abgebildet wurde, ja, dann wäre das Bild nee, Quatsch, Entschuldigung, dann wäre gar nichts Bild. Dann wäre das ein Widerspruch zu 1. So, wieso ist das ein Widerspruch zu 1? Das bedeutet nämlich, dass f von L1 von minus pi bis pi offen ist. Das ist eine offene Menge. Als ganzer Raum ist es offen und abgeschlossen. Das heißt, insbesondere offen. Das heißt, das Bild muss offen sein. Jetzt haben wir aber so ein blödes Problem. Nämlich, es gibt ja den Satz von Bär. Der Satz von Bär sagt gerade, wenn wir einen metrischen Raum haben, der vollständig ist, und das ist L1 ja leider, und C0 auch, C0 von Z auch, Satz von Bär sagt dann, upsa, f von L1 minus pi bis pi ist von zweiter Kategorie. Und das ist der Widerspruch zu 1. Ja, denn da haben wir ja gerade gezeigt, das Ding ist mager. Und damit haben wir zweitens fertig. So, und jetzt wollen wir uns mal überlegen, dass dieses f von L1 minus pp gerade nicht in lp von z enthalten ist. Für 1 kleiner gleich p kleiner unendlich. Wir nehmen also wieder an. Es sei einfach mal dieses f von L1 minus pi bis pi eine Teilmenge von LP. Das ist P da oben unten. So, unten. So, wir nehmen das einfach mal an für ein P, was zwischen 1 und unendlich. So, jetzt nehmen wir uns zudem noch eine Folge. Fn gegen F. In L1, also im Urbildraum, wenn man so möchte, so dass die Folge f von Fn gegen ein G konvergiere in LP. So, jetzt wissen wir, wenn es in LP konvergiert, dann
muss es auch in C0 liegen, denn die LP-Konvergenz ist über eine konvergente Reihe definiert. Und damit eine Reihe konvergiert, ist es notwendig, dass es eine Nullfolge ist. Das heißt, diese Konvergenz, die wir hier in LP haben, überträgt sich auf C0. Und da wollen wir ja eigentlich hin. So. So, damit gilt also F, F gleich G. Nur für diese Grenzfunktion F. So. Jetzt hatten wir in der GFA mal so eine Bemerkung. Nämlich genauer gesagt, Bemerkung 14.6, dass in diesem Setting, wenn wir Fn gegen F haben in einem Banachraum, mit F von Fn gegen G in einem Banachraum, dass dann folgt, dass F von F gleich G ist, dass dann der Graph von dem Operator, dass der abgeschlossen ist. Das ist hier der Fall, das heißt, der Graph der Fourier-Abbildung in C0 ist abgeschlossen. Jetzt können wir den Satz vom abgeschlossenen Operator darauf anwenden. Das ist GFA Satz 14.13. Also ihr seht, wir machen hier wirklich exzessiv Benutzung dieser Prinzipien der Funktionalanalyse aus dem Kapitel 14 damals. Der sagt uns jetzt, der Operator f von L1 in LP, der muss stetig sein. Ja, sonst wäre der Graph hier nicht abgeschlossen. Und jetzt gucken wir uns wieder die Dirichlet-Kerne an und sehen, dass das Murks ist. Denn für die Dirichlet-Kerne gilt, wenn ich die Norm ausrechne des Bildes von dn. So, da sind jetzt ja genau 2n plus 1 Dinger, die nicht 0 sind. Also berechnen die in LP aus. Das heißt, da kommt raus 2n plus 1 nicht 0 Einträge. Und das sind Koeffizienten hier, die nicht 0 sind. Ja, davon gibt es 2n plus 1 Stück. Und dann, weil wir in der P-Norm sind, müssen wir da noch die p-te Wurzel rausziehen. Und gleichzeitig gilt, dass die Dirichlet-Kerne in der L1-Norm, das ist das, was wir in 10.1 bewiesen haben, nach oben beschränkt sind durch Konstante mal log n. So, das heißt aber, es kann keine Abschätzung der Art Norm Fourier f klein lp kleiner gleich c mal Norm f L1 für alle f aus L1 minus pp geben. Ja, weil sonst müssten wir ja eine für die Dirichlet-Kerne finden, aber wir können nichts durch die Grenzfunktion der Dirichlet-Kerne definieren, weil die hat einfach Norm unendlich. So eine Funktion oder so eine Abschätzung hier müsste es aber geben, wäre diese Fourier-Abbildung nach LP stetig. Also das hier ist ein Widerspruch zur Stetigkeit. Das heißt, die Annahme f von L1 minus pp wäre enthalten in LP von Z, die war einfach Quatsch. Ja, und das ist gerade das, was wir ja auch zeigen wollten. Das heißt, damit ist die Behauptung an dieser Stelle bewiesen. Und damit sind wir mit diesem Theorem durch. Ja? Da haben wir also jetzt so ein paar Eigenschaften der Fourier-Abbildung kennengelernt. Das ist, wie gesagt, im Allgemeinen sehr schwierig, was Konkreteres darüber zu sagen. Das ist jetzt Bemerkung 8.4. Man kann aber das Ganze so nutzen, dass das Ganze zumindest so ein bisschen als Negativresultat Sinn erhält. Ja, wir können nämlich jetzt sagen, wie kann das Bild von F nicht aussehen?
Also, Theorem 8.3 ist nützlich, um zu zeigen, dass eine Menge nicht Bild von L1 minus Pi bis Pi unter F sein kann. Ja, wie kann man das verstehen? Naja, wenn wir nachgewiesen haben, dass eine Menge in LP von Z liegt, für irgendein P, dann wissen wir sicher nach diesem Theorem, dass diese Menge nicht das Bild von L1 minus Pi Pi unter der Fourier-Abbildung sein kann. Na, das ist hier halt vielleicht das, was man mitnehmen kann, wenn man irgendwelche Mengen hat, von denen man weiß, die sind in kleinen LP oder in isomorphen Räumen. Dann haben die erstmal nichts als Bild der Fourier-Abbildung zu suchen. Und da kann man es dann zumindest manchmal ein bisschen eingrenzen. Wie gesagt, das ist allgemein sehr schwierig, das Bild genau zu beschreiben. Da habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Aber dadurch, dass es halt mager ist in C0 von Z, ist es halt sowieso schon schwierig, da einen Griff zu kriegen. Gut, dann sind wir inhaltlich durch mit dem, was ich in diesem Kurs machen möchte. Das ist bei weitem nicht alles. Denn wir machen jetzt noch so quick on the fly ein Kapitel 9. Das nennen wir Ausblick. Da bin ich ganz unkreativ. Ich möchte jetzt nur so ein paar Stichpunkte in den Raum werfen. Ich habe das auch nicht im Skript stehen, weil ich da keine Lust hatte, das zu techen. Man kann Fourierreihen nicht nur von L1-Funktionen betrachten, sondern man kann weitergehen und sagen, wir nehmen Fourierreihen stetiger periodischer Funktionen und lassen erstmal die L1-Eigenschaft weg. Das wäre zum Beispiel zu finden im Caballo Grundkurs Funktionale Analysis 8.16. Eine Möglichkeit. Dann kann man sich angucken, etwas allgemeiner, die Fourier-Abbildung, die einen Hilbertraum nimmt und nach L2 abbildet. Das wäre zum Beispiel nachzulesen in Caballo, auch im Grundkurs, in Abschnitt 6.1. Das ist allerdings auch nicht weit weg. Weil das ist nämlich gerade oder wird Inhalt sein des nächsten Kurses. Weil der nächste Kurs wird den schönen Titel haben Hilbertraumtheorie. Und da kommen wir um Fourier-Abbildung logischerweise nicht rum. Dann kann man sich beschäftigen mit Sobolewschen Einbettungssätzen. Sobolewsche Einbettungssätze. Das sind Sätze, die Sobolew-Räume in andere Räume einbetten, sodass man eine Charakterisierung oder eine Repräsentation von Sobolew-Funktionen bekommt. Da kann man sich einen Einstieg holen im Grundkurs von Caballo in Abschnitt 6.2 zu Sobolew-Räumen, Sobolew-Funktionen, der Skala von H-Räumen und der Anwendung auf partielle Differentialgleichung habe ich auch was im Kopf. Denke, das wird das, was nach dem Hilbertraumtheoriekurs kommt. Allerdings bewusst, ich sage das schon vorweg, es wird nicht infinite Elemente gehen. Nicht, weil ich das nicht kann, sondern weil das viel zu lang wird für das, was es hinterher sein soll. Was man jetzt auch noch machen könnte, ist, man kann Fourier-Transformation sich anschauen und die Anwendung in Distributionstheorie. Ja, dass man plötzlich eine Fourier-Transformation hinschreibt für eine L2-Funktion, die ohne weiteres gar nicht existiert. Da findet man einen guten Einstieg, meiner Meinung nach guten Einstieg, im Buch von Dobrowolski mit dem Titel Angewandte Funktionalanalyse. Das müsst ihr einfach mal in der Bibliothek suchen oder einfach mal googeln, das findet man. Wenn man einen Springer-Account hat, also noch irgendwie einen Hochschulzugang oder irgendwas, dann kann man sich das meines Wissens nach immer noch als PDF holen. Da ist das Kapitel 9, das gibt einen ganz guten Überblick in diese
Art der, ja, sag mal, der Denkweise über Fourier-Transformation. Also, was ist der Unterschied? Die Fourier-Reihe summiert, die Fourier-Trafo integriert. Das heißt, man bildet dann das Integral f von s e hoch minus iks. Da ist man dann ziemlich nah an so Sachen wie PDE-Theorie, wie auch gewöhnliche Differentialgleichungen, die man beackern kann. Und man findet relativ leicht Zugang zur Laplace-Transformation. Da wäre ich ja dann wieder zu Hause, weil da habe ich ja meine Masterarbeit drüber geschrieben. Das wäre halt noch eine Variante. Und wenn man halt diese Fourier-Trafo dann wirklich mal anwenden will auf partielle Differentialgleichung, also PDI mittels Fourier-Trafo, dann kann ich nur empfehlen das Buch von Walter Rudin. Und zwar sein Buch Functional Analysis. Das kann ich sowieso sehr empfehlen, weil das ist ein sehr gutes Buch, aber leider auf Englisch, deswegen ein bisschen höhere Einstiegshürde. Aber das ist ein super, super gutes Funktionalanalysis-Buch. Der hat auch eins für Real Analysis geschrieben, das ist auch gut, aber mit anderem Schwerpunkt. Und dann gibt es noch so irgendeins über Integration auf lokal kompakten Gruppen. Das ist ein bisschen speziell. Genau. Aber das wären so Möglichkeiten, das weiter zu betrachten. Und die, die ich mir jetzt erstmal rausgesucht habe, weil sich die halt schön anschließt, ist halt die, das Ganze in Hilbert-Räumen zu entwickeln und ein bisschen Hilbert-Raumtheorie und Operatortheorie zu machen. Und ich glaube, das wird auch ein ganz netter Kurs, weil das Skript steht schon online. Also falls ihr gucken wollt, was euch da erwarten könnte, da steht zumindest schon mal ein Draft in einer frühen Version, ohne dass ich da irgendwelche Beweise zugeschrieben habe schon selber. Aber zumindest den Stoff habe ich schon. Und was dann sich im Beweis noch dann quasi als konvexe Hülle ergibt, das sehen wir dann im Laufe der Zeit. Gut, dann wären wir durch. Dann haben wir so ein bisschen approximiert. Wir haben Fourier-Reihen betrachtet. Wir kennen punktweise und gleichmäßige Konvergenz. Wir kennen ein paar theoretische Resultate. Wir kennen die Fourier-Abbildung als Operator. Ich würde sagen, damit sind wir um einiges an Wissen reicher. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der Hilbertraumtheorie. Die kommt bald. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, einen wunderschönen Advent und macht's gut und tschüss.